Hey Schoschleute und willkommen zu einer etwas anderen Sache, wo ich jetzt auch schon lange mal vorhatte, nämlich habe ich neulich Deadpool 2 geguckt und ich habe mir gedacht, ich gönne euch mal so meine kleinen Gedanken hier und da, was ich von dem Film gehalten habe. Das ist jetzt keine gescriptete Review, weil ich bin ganz ehrlich, ich bin kein Freund von gescripteten Blödsinn, weil für mich persönlich, ich finde es schöner, was einfach aus der Seele herauszureden. Vor allem finde ich es auf einem Skill-Level halt irgendwo auch interessanter, jemandem zuzuhören, der nicht einfach nur sinnlos ein Stück Papier abliest. Weil technisch gesehen, das kann jeder. Jeder kann sich das Ganze über Tage und Stunden zurechtschreiben und dann einfach vorlesen. Aber einfach drauf losreden ist dann wieder was anderes. Deswegen, bear with me. Ich probiere hier aktuell noch eine Menge Zeug aus und hoffe mal, das funktioniert trotzdem. Gut, aber jetzt nun zum Thema, nämlich Deadpool 2 kam ja dieses Jahr ins Kino und ich bin leider nicht dazu gekommen, ins Kino zu gehen. Deswegen habe ich mir den jetzt neulich im Angebot bei gekauft, bei Amazon. Und dann habe ich den jetzt neulich geguckt und habe mir gedacht, gut, das ist jetzt, ich meine, das Schönste an Deadpool ist sowieso, du musst nicht dafür studiert haben, um den Film genießen zu können. Das ist sowas, was mich an Marvel-Filmen generell immer so ein bisschen stört, so dieses, dass du schon halb studiert haben musst, um irgendeinen Zusammenhang zu verstehen. So Civil War, Infinity War, War, das ist, ne, Guardians of the Galaxy 1 und 2 habe ich geguckt und war für mich ganz okay, aber sobald das anfängt, sich mit den anderen zu kombinieren, denke ich mir immer so, kommt das jetzt im Test vor oder darf ich den Film auch so gucken? Deswegen, ich fühle mich da mal so ein bisschen meh und halte mich dann immer so von den restlichen Marvel-Filmen so ein bisschen fern, aber von Deadpool bin ich generell ein Riesenfan und das auch schon seit längerem. Der erste Film ist mittlerweile bei uns sowas wie eine Religion. Also irgendwie immer, wenn wir uns mit der Konfi irgendwie treffen, wir gucken eigentlich immer irgendwie einmal Deadpool. Und was der erste halt, um das jetzt mal ganz kurz nochmal in den Kontext zu bringen. Der erste Film war super. Deadpool 1 ist super. Das ist ein super gemachter Film. Zwar hält er sich viel mit Backstory auf, aber gut, man muss halt ein bisschen Backstory einbringen. Und dafür haben sie das damals auch verdammt gut gemacht. Dass die Backstory halt noch interessant zu sehen ist und du nicht denkst, boah, wann ist das jetzt endlich vorbei? Das Gute hatten sie jetzt beim zweiten Teil nicht mehr. Sie hatten jetzt nicht mehr das Problem, dass sie mit einer Backstory dealen müssen oder sich irgendwelche Verbindungen zu anderen Marvel-Filmen aus dem Arsch ziehen müssen. Ganz im Gegenteil, sie haben einfach das gemacht, was am besten ankommt. Action und krasser Humor. Und ich bin ganz ehrlich, für mich war jetzt der zweite Teil sogar ein bisschen besser als der erste. Ich mag dafür jetzt vielleicht Flame kriegen, weil ich habe keine Ahnung, was Online-Leute gesagt haben zu Deadpool 2, weil ich möglichst Spoilern aus dem Weg gehen wollte für den Film. Und ich bin ganz ehrlich, ich fand den zweiten jetzt um einiges besser. Also, na doch, um einiges. Er hatte zwar auch so seine kleinen Problemchen, aber er ist trotzdem cooler zu sehen gewesen als der erste. Wie gesagt, einfach weil man mehr Deadpool hat und weniger Wade Wilson. Also, nichts gegen Wade Wilson, aber ab dem Punkt, wo er halt Deadpool wird, ist das nochmal eine ganz andere Sache. Und ne, ist nochmal um einiges interessanter. Aber jetzt mal viel mehr, was den zweiten Teil für mich jetzt besser macht. Es geht halt, der Film fängt an und es geht direkt mit Action ab. Und es ist verdammt gut, wie sie die Action diesmal umgesetzt haben. Die ganzen Kampfchoreos und alles, es sieht super aus. Mal davon abgesehen, dass sie jetzt beim zweiten Teil tatsächlich ein bisschen mehr Gewalt drin haben. Also, du siehst allein in der ersten Kampfszene schon Köpfe fliegen und du denkst dir, hui, also, that's a step up. Also, ja, ein bisschen hochgedreht seit dem letzten Mal, nicht wahr? Weil das letzte, im ersten, viele solcher Szenen sind halt entweder offscreen, also nicht offscreen passiert, aber in einer Kameraperspektive, wo man es nicht klar gesehen hat. Hier denkst du dir, wie hat das Ding FSK 16 Stempel bekommen? Ich meine, bei den Amis ist so, wie ich das immer gehört habe, dieses USK oder ich komme damit immer durcheinander. I don't give a shit, to be honest. Für mich ist dieser Stempel sowieso das Wertloseste, was es gibt, weil, seien wir ehrlich, also, ne, es ist eigentlich ein Thema für einen anderen Tag, aber ihr wisst, worauf ich glaube ich hinaus will. Aber auf meiner Hülle steht 16 drauf und ich denke mir, boah, da fliegen Köpfe, da fliegen Hände.
Deadpool wird alle Nase lang zerstückelt und auseinandergenommen und ich denke mir, Mensch, huiuiui, der dreht um einiges mehr ab als am ersten. Viel Spaß dabei, das zu zensieren, ProSieben. ja, den Film werden wir hoffentlich nicht um 20.15 Uhr im Free TV sehen. Jesus fucking Christ. Das ist eigentlich auch nochmal eine ganz andere Geschichte, nämlich Deadpool 1 auf die zensierte Version. Oh mein. Oh ne, ich kriege jedes Mal einen Krampf, wenn ich daran denke. Auf jeden Fall Deadpool 2, den werden sie nicht zensieren können, weil dann können sie den gesamten Film genauso gut in die Tonne schmeißen. Da bleiben vielleicht 5 Minuten über. Aber allein der erste, allein der Anfang, und ich werde das versuchen, so spoilerfrei wie möglich zu halten, weil, falls ihr den noch sehen wollt oder noch nicht gesehen habt, spart euch das Video hier vielleicht dann für den Punkt auf, nachdem ihr es gesehen habt, aber ich werde trotzdem überwiegend versuchen, spoilerfrei zu bleiben. Und ich bin ganz ehrlich, ich liebe den ersten Akt allein schon. Es hat so diesen ausgeglichenen Punkt so irgendwo. Du hast zwar die Action, die du erwartet hast, aber du hast auch diese ruhigen Momente. Und selbst diese ruhigen Momente sind so vollgepackt mit Humor irgendwo. Mit diesem Humor, den du von Deadpool halt kennst. Und der ist so perfekt getroffen einfach. Und ab dem Punkt einfach, wo er zu Colossus kommt. Ich bin ganz ehrlich, ich wünsche mir immer noch, dass Colossus irgendwann seinen eigenen Film kriegt. Seinen eigenen Standout-Film. Wo Deadpool eine Nebenrolle spielen muss und ihm das so überhaupt nicht gefällt. By the way, Marvel, call me. Ne? Also Ryan Reynolds, call me. Ich habe noch mehr von diesen Ideen. Aber die Verbindung zwischen Colossus und Deadpool ist so unglaublich göttlich. Ich liebe jeden einzelnen Moment, wenn die beiden zusammenhängen. Und gerade zu Anfang des Films hängen die beiden halt sehr nah aufeinander. Die hängen halt in ihrer Mansion da, in ihrem Boy-Club. Und versuchen halt, Wade so ein bisschen wieder auf die Beine zu bringen, und Colossus, wie er nun mal ist, ne, das ist so göttlich, die beiden. Das ist, die beiden zusammen, Wade und Colossus, ich liebe das. Vor allem, jetzt haben sie in der deutschen Version, glaube ich, eine andere Stimme für Colossus, weil er kam mir nicht mehr so lustig vor wie im ersten. Es ist keine Boygroup, aber es war trotzdem noch sehr, sehr schön zu sehen, vor allem im letzten Akt mit Colossus, also die beiden. Davon könnte ich einen gesamten Film vertragen. Aber, na, wie es ja halt nun mal ist. Der Film geht voran und es macht irgendwo alles Sinn. Die Storyline ist cool und du fühlst dich nicht gelangweilt, weil alles trotzdem irgendwie noch so, ne, unterhaltsam dargestellt ist. Und spätestens ab dem Punkt, wo sie denn im Knast landen, wie gesagt, spoilerfrei, ist es schwer, das Ganze spoilerfrei zu halten. Die Plotpunkte ergeben dann, kommen immer mehr zusammen. Cable kommt dann endlich mal vor. Also, Cable haben sie eigentlich gut reingekriegt, finde ich persönlich. Vor allem ist es Cable, so wie man ihn kennt. Und selbst wenn man Cable nicht gekannt hat, kriegt man eigentlich ein ganz gutes Bild von ihm. Ja, so hier, super Typ aus der Zukunft, hast du nicht gesehen, yada yada. Und, ja, Cable ist nice. Also, der hat auch genug Screentime bekommen, glücklicherweise. Was man leider über Domino nicht sagen kann. Ich meine, wenn ich mir das Cover angucke, ne, von Deadpool 2, dann sehe ich halt Cable, Deadpool und Domino. Und Domino hat, dafür, dass ich sie eigentlich richtig cool fand im Film, ne, also Miss Lady Luck und all sowas, ne, dafür hat sie ein bisschen wenig Screentime bekommen, aber die Screentime, die sie hatte, war verdammt gut. Wo mich richtig gestört hat hingegen, also das war einer meiner kleinen Probleme, das war in dem Film der Antagonist, weil ich persönlich, ich bin immer ein Riesenfan von Antagonisten in Filmen und Spielen, weil so ein Antagonist kann eine Menge bewirken, persönlich, was die Storyline und die Charaktere angeht. Es ist halt letzten Endes der große böse Feind und hast du nicht gesehen. Das Problem hatte Deadpool 2 jetzt, dass es ein bisschen all over the place war, was den Antagonisten angeht. Du hast es jetzt, keine Ahnung, war das jetzt nun der Typ hier aus dem Heim, der sich gedacht hat, der alte Sack da, dieser Penner-Cop. Oder ist es jetzt nur der Junge, der Bösewicht ist? Oder dann kommt auf einmal im letzten Akt nochmal hier Juggernaut an und ich denke mir so, jetzt kommt erst Juggernaut? Der Film ist fast zu Ende und jetzt kommt Juggernaut? Ich meine,
Juggernaut ist cool. Vor allem, nachdem er Deadpool auseinandergerissen hat und der dann ein Baby. Oh, ich bin bis heute der Meinung, dass diese ganze Cable und Deadpool mit Babybein-Anspielung ist eine. Also die Szene ist eine einzige Anspielung auf Rick and Morty mit Baby-Legs und Regular-Legs. Aber ich glaube, der Meinung bin nur ich. Die Szene war super. Das ist super cool. Also, ne. Aber das ist, wie gesagt, mein Problem, weil den Jungen konnte ich nicht wirklich ernst nehmen. Es war für mich immer so, es war einfach nur ein Junge mit einem Trotzanfall für mich irgendwo. Ich komme bei sowas nicht unbedingt hinter. Denn der Leiter war irgendwie so, er war da. Der hat kaum Screentime bekommen, um irgendwo relevant zu sein. Außer to be an asshole. Und Juggernaut ist nun mal Juggernaut. Und das Problem ist, ich weiß nicht so viel leider über Juggernaut. Ich weiß halt nur, dass er ein unzerstörbarer Mega-Dude ist, der irgendwie super mega durchgeknallt ist und hast du nicht gesehen. Und ich weiß nicht so viel über die Backstory von ihm, aber war Juggernaut schon immer so vulgär, dass er irgendwen in irgendjemandes Arsch rammen wollte? Ich mein, ne? Das ist ein bisschen mal so aufgefallen. Aber, wie gesagt, die Action in dem Film ist super. Und generell, die Musik, Sounddesign, perfekt. Fand ich super. Also, ich glaube, wir werden in Zukunft jetzt immer Deadpool 2 gucken, wenn wir uns irgendwie treffen. Vor allem besonders geil fand ich auch, wo Deadpool seine X-Force zusammengestellt hat, wo aus irgendwelchen D-Level-Marvel-Characters bestand. Ich weiß es absolut nicht. Ich meine, Scatterstar. Ich hätte mich mal vorher informieren sollen, ob das irgendwie ein tatsächlicher Marvel-Held ist, den einfach niemand interessiert. Zusammen mit hier Captain, ich kotze Säure und Peter, der einfach nur da ist. Oh, und ja, das ist auch super geil. Ist super gut. Was ich noch empfehlen kann für diejenigen, die den Film jetzt noch in Zukunft gucken wollen, guckt die Credits bis zu Ende. Also, liegt vielleicht auch daran, dass wir bei uns den Director's Cut hatten, auch noch mit. Aber Jesus, das allein, was sie da am Ende gebracht haben, noch so nach dem Motto, komm, wir geben jetzt Deadpool mal die Macht der Zeitreisen, mal gucken, was passiert. Und es ist einfach so, die Szenen, die dabei kommen, sind so geil. Und wenn du denkst, boah, die After-Credits-Szene ist vorbei, der kommt in den Credits ganz am Ende noch ein Song, den du so nicht erwartet hättest. Und das ist, Leute gucken Credits nicht mal so lange, aber wir haben uns gedacht, Gott, es ist A, Marvel, da kommt immer irgend so ein Blödsinn am Ende, und B, es ist Deadpool, also wenn da jetzt nichts, wir haben schon fast damit gerechnet. Und am Ende kommt dann noch so ein Song über den Juggernaut und der ist so fucking gut. Also, wie gesagt, Deadpool 2, persönlich für mich um einiges besser als der erste. Wie gesagt, sagt mir eure Meinung dazu, wie ihr das seht, ob ihr den zweiten besser fandet als den ersten. Und was ihr auch von dieser Idee hier haltet, wo ich einfach mal ein bisschen über Filme eingehe, so skriptlos, weil ihr wisst, ich könnte nicht mal Skripts machen. Beziehungsweise ich könnte Skripts machen, jeder Idiot kann Skripts machen und sie ihn vorlesen. Aber ich finde mal persönlich, ich komme auf mehr Zeug, wo tatsächlich, ich klinge jetzt gerade super full of myself, ich weiß, aber ich habe das Gefühl, ich komme auf mehr bessere Sachen, wenn ich einfach drauf losrede, als wenn ich mir das irgendwie versuche vorher auf Papier zu bringen. Da versage ich einfach vorher. Auf jeden Fall, wie gesagt, schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare, was ihr von dem Film halten würdet oder von dieser Idee hier, und oder hinterlasst ein Like, je nachdem, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und ich glaube, wie ihr abonnieren müsst, das muss ich euch nicht nochmal erzählen. Das ist auf YouTube jetzt mittlerweile schon kompliziert genug. Ich wünsche euch also noch einen schönen restlichen Tag und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Bye. Mein Joghurt.